So, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Black Light Retribution vom Live-Kommen. Das habe ich schon wieder fast Live-Kommen schon gesagt, vom Live-Review. Genau, und ihr seht es vielleicht auch nicht, weil der Bildschirm ist extrem unübersichtlich. Also erstmal noch kurz zum Vorstellen, Niklas ist natürlich auch wieder dabei. Jo. Und ihr seht es vielleicht, wie gesagt, vielleicht auch nicht, weil der Bildschirm ist ja unübersichtlich. Ich habe hier unten ein kleines Sümmchen an Geld und ja, das werden wir doch jetzt direkt mal verprassen. Nicht im Inventory, what the fuck. Customization. Und dann gehen wir mal zu Weapons. Und dann gucken wir uns doch mal die Weapons an. Hier ist ja unsere Waffe. Hier ist auch noch unser schönes Visier drauf. Ich mache, glaube ich, jetzt erstmal einen Schalldämpfer drauf. Ich weiß nicht, was hast du für eine Waffe so? Ich habe die Standardwaffe mit, wie heißt ein paar Aufsätzen einfach nur. Ich habe einen Schalldämpfer und ich habe ein, hier, wie heißt das Ding, was hinten am Körper drin ist, für die Stabilität? Das heißt Stock, also das heißt hier Schaft, glaube ich. Nee, doch Schaft. Ja, genau Schaft. Ne? Da habe ich mir einen geholt und ich habe mir ein anderes hier so drumherum geholt, dieses Gehäuse da. Also meine Waffe sieht jetzt komplett anders aus an sich. Okay. Also du hast ja so ein komplett anderes Gehäuse gekauft, ja? So ein Receiver, meinst du? Ja, ich glaube, Receiver war das gewesen, ja. Das Problem ist, ich will im Prinzip, also ich glaube, ich hole mir diesen... Ich weiß nicht, ob ich eine Submachine Gun oder eine MG oder so. Ich glaube, ich nehme die Waffe hier. Das sieht irgendwie halbwegs, das sieht ganz nett aus. Zen. Die kann man sich nur permanent holen. Nee, dann doch nicht. Dann doch nicht. Gucken wir mal hier. Ich glaube, die kann man sich alle nur permanent holen, ne? Ich weiß nicht, kann sein. Ja, nee, doch, diese richtigen Veränderungen kann man sich alle nur permanent holen. Das möchte ich gar nicht. Hier, du kannst die Waffe ja auch selbst verändern, wie du möchtest. Ich glaube, ich hole mir einen langen Schaft, weil der macht, glaube ich, eine ganze Menge. Nee, ich hatte mir eine neue Barrel geholt. Barrel, ja. Genau, da hole ich mir jetzt auch einen neuen. Ich hole mir dieses ganz lange Ding, weißt du, was ich meine? Diesen Titan FFB. Das steckt in meiner Hose, nein. Na, das ist in meiner Hose. Was hast du gesagt? Ich weiß nicht, kann das... Doch, ich glaube, das müsste... Increase range and spread, but also reduce running speed. Ja, running speed am Arsch. Interessiert doch kein Schwein. So, confirm war mal. Also ich kann jetzt hier wirklich shoppen bis zum geht nicht mehr. So, machen wir uns mal noch ein nettes Scope. Was gibt's denn da noch alles? He is the Shopping Queen. Ja, das bin ich gerade auf jeden Fall. Also Shopping Queen bin ich auf jeden Fall. Wenn du gerade gehst so durch den Shop, das nehme ich und das nehme ich und das nehme ich. Ja, packen Sie mal rein, ich habe ja das Geld. Ja, genau. Und das nehme ich auch noch. Das ist auch ganz... Ja, doch, das nehme ich auch noch. Ist zwar nicht mein Geschmack, aber irgendjemand wird es schon bei uns anziehen. Richtig. So sieht es nämlich aus. Per Case für einen Tag. Ich kaufe also für einen Tag, weil es ist am billigsten, ne? Also ganz simpel. Okay, jetzt sieht die Waffe ja schon mal ein bisschen verändert aus. Gucken wir mal hier im Magazin. Ach, guck mal, das kostet schon mehr. Das Magazin. Da sind sie happig, weißt du? Da sind sie happig. Dann da machen sie... Da achten sie drauf. Gut, machen wir einen Tag. Das geht auch nur 7 Tage. Ja, egal. Komm, machen wir Confirm. Wir haben's ja, weißt du? Wir haben's ja. Ich habe mir jetzt mühsam mit meinem GP, die ich mir erspielt habe, die Sachen gekauft und du investierst einfach echtes Geld. Das ist schlimm, hätte ich nie von dir gedacht. Schon schlimm. Weapon Tech. Ja, unnötig, ne? Aber meinst du, ich sollte so ein Ding holen mir? Da hab ich mir so ein paar freigeschaltet. Also, man bekommt ja beim Level Up so eine Mail. Und da sind dann so ein paar Sachen angehangen, die man dann anlacken kann. Und dann hat man so ein paar Sachen mehr. Okay. Zum Beispiel eine Camo hatte ich da drin. Ja, die habe ich auch equipped, mache ich jetzt einfach mal. Jetzt habe ich eine Camo, so eine unnötige. Okay, die Waffe sieht ja an sich jetzt schon mal nicht schlecht aus. Ach, weißt du was? Weißt du was? Ich glaube, ich hole mir das einfach. Der Rest nicht so toll, es passt sie an sich. Also Damage machen sie an sich. Baller. An sich, gleich. Nein. Ich will bloß. Ich weiß. Was? Hallo? Achso. Ich weiß bloß leider nicht, wie viel. Was ist jetzt. Okay, das ist eine Burst Rifle. Das ist eine Submachine Gun. Das ist eine Light Machine Gun. Das ist eine AK-470 Rifle. Ich glaube, ich nehme. Dann doch die Burst Rifle, die gefällt mir, glaube ich, am besten. Oder Combat Rifle? Weißt du, eine Combat Rifle ist Vollautomatik, oder? Oder ist das ein Schuss? Eine Combat Rifle sollte, ja, ich glaube schon, sollte. Hier steht, auf jeden Fall. Extremely Long Range Semi-Automatic, das heißt ein Schuss.
Doch, doch. Nee, ich glaube, ich hole mir die Burst Rifle. Das finde ich gut. Und wir kaufen uns das für permanent. Na gut, jetzt haben wir unsere Waffe hier. Hat die denn noch unsere netten Magazine hier hinten drin? Gucken wir mal kurz. Magazine. Da hatten wir doch was, oder? Hier. Ach, da muss ich mir extra nochmal welche für kaufen. Das ist ja jetzt. Ja, ist Abzocke. Egal, dann bleibe ich beim Magazin. Alles klar, dann sind wir an sich fertig. Und würde ich sagen, dann können wir jetzt nach 6 Minuten auch mal in Game gehen. Und zocken. Ich mache Quickjoin, du sollst mir nach. Wir sind noch in einer Party, oder? Ne, wir sind in keiner Party. Ich bin ja geliebt zwischendurch. Party, jetzt seht ihr mal, wie das geht. Hier über das Friends-Menü. Und dann klickt ihr einfach hier auf, wie war das? Oh mein Gott. Friends. Genau, hier. Und dann Invite to Party. Also das Spiel ist krass unübersichtlich, ihr seht. Accept. Das ist auch, das wird auch später in der Gesamtnote Das gibt Abzug in der B-Note. Abzug, genau, Abzug in der B-Note. Im Abgang halt, ne? So, ich bin drin. Bist du auch drin? Los Loading bei mir. Okay, du bist sogar in meinem Team, yay! Krass. Oh mein Gott, yes. Ich muss bloß noch mal ganz kurz, das tut mir jetzt leid für die Zuschauer, den Sound etwas anpassen, weil der ist. Ja. Oh mein Gott. Alter, sieht meine das Waffe scheiße ab. Aus, ohne Spaß. Das hat keinen Geschmack, ne? Boah, krass. Der hat mich weggefaustet. Kommt davon, wenn man nur nach Preis geht. Ja, ich weiß. Weil die Sachen also, ja eigentlich alle, die kosten eigentlich alle gleich viel. Ich glaube, hier werde ich doch mal mein Übersichtsfeld hier benutzen. Das finde ich jetzt nicht immer nur positiv. Also, wenn jetzt eine Sekundärwaffe genauso viel kostet wie eine Primärwaffe, finde ich das doch irgendwo schon leicht irgendwie, keine Ahnung, doof. Also, eine Sekundärwaffe ist halt eine Waffe, die man nicht so häufig benutzt und so weiter. Da genauso viel zu verlangen wie für eine Primärwaffe, finde ich doch schon irgendwo. Nee, nee, die Sekundärwaffen kosten tatsächlich auch weniger. Also ich hab jetzt gerade nach. LOL. Ich sterb die ganze Zeit. Kosten genauso viel. Also ich hab. Also ich hab mir angeguckt, die hatten 1450 gekostet. Das war genauso viel wie bei den normalen Waffen. Ja, allerdings ist das natürlich dann nicht so nice. Also von den GP, nicht von den Zen. Bei Zen habe ich nicht drauf geachtet. Hat natürlich sein, dass es da anders ist, dass da irgendwie weniger kostet, aber dann ist ja schon wieder dieser Zwang zu zum Echtgeld. Ja, also das ist in dem Spiel sowieso ein bisschen. Also die Preise sind, finde ich persönlich so. Ja, genau, ey, ich verreck die ganze. Ich muss mal kurz mein Loadout ändern, das geht ja gerade gar nicht klar. Kann das würde ich sagen. An sich wäre das so ein super Spiel, wenn es nicht irgendwie. Ich finde es schon extrem peto. Also nicht extrem, verloren. Was heißt extrem? Jetzt irgendwie stark peto-win abhängig. Findest du? Ja, also wenn man sich jetzt anguckt, wie teuer die Waffen teilweise sind und so weiter, irgendwie fehlt nicht mal erstmal so im Vergleich zu Ghost Recon. Das war ja das Letzte, was wir gemacht haben. Ja, also beziehungsweise jetzt natürlich nicht mehr, das ist jetzt das Erste, was wir haben. Das ist eine lange Geschichte, die ich euch irgendwann mal erzählen werde, meine lieben Abonnenten und Zuschauer. Aber da ging das um einiges schneller und war irgendwie nicht so ganz stark. Also wir haben schon auf jeden Fall auch im Vergleich andere Free-to-Play-Spiele gespielt, die wir auch noch testen bzw. reviewen werden, ja. Also seid ihr auch auf jeden Fall noch gespannt. Jetzt müssen wir erstmal wieder 38 Sekunden warten. Ja, und dessen werde ich kurz gucken. Ich glaube, ich habe gerade was Neues freigeschaltet gehabt. Lass mal nochmal kurz in der Customization. Custom. Ich kann es nicht aussprechen. Ich bin halt einfach unfähig. Customization, genau. Hier eben was ändern. Und zwar will ich nochmal den Barrel. Den mache ich nochmal auf den normalen, auf den Standard-Barrel. Weil ich glaube, dann sind wir doch ein bisschen schneller unterwegs. Und ich glaube, das ist mit einer Dreischusswaffe schon eine nicht schlechte Sache, wenn man da ein bisschen schneller unterwegs ist. Ich habe einen Revolver, so ein Revolver-Dings halt. Okay, cool. Lol, jetzt bin ich übrigens. Ah ne, wir sind immer noch im selben Team, okay. Nur die Seiten wurden gewechselt. Wow, ja, ist halt nur Seitenwechsel. Okay. Please wait. Transition. Ah, ich hätte mal Origin im Hintergrund ausmachen sollen, egal. Begin Game. Start. Das finde ich auch cool irgendwie. Also die Ladezeiten sind ja hier echt gering. Ich schätze einfach mal, die laden die Map und so weiter oder ja, ändern die Map schon im Ladebildschirm. Also ja genau, da wo du quasi wartest auf das Game, da wird die Map, glaube ich, geladen. Anders, das, also. Das finde ich gut. Ja. Kommen bei dir hinten welche? Okay, nee. Doch, hier sind welche. Die sind hier hinten bei. Y, keine Ahnung. Ah, ja, man hat keine Karte, ich wollte gerade nachgucken. Bei Y? YZ.
Deine Mutter ist richtig fett. Nein, wo war ich stehen geblieben? YZ, deine Mutter ist richtig fett, war was stehen geblieben. Sowas merkst du dir natürlich dann wieder, ne? Ja, das merke ich mir jetzt bis an mein Lebensende. Lol. Und irgendwann. Der hat mich sofort weggeholt, der dich weggeholt hat, irgendwie. Ja, der hat auch eine AK, der hat eine krasse AK. Ich weiß nicht, ist das eigentlich auch, also ich kenne mich damit aus, ist das denn echt auch so, dass die so übertrieben stark ist, die AK? Weil irgendwie. Naja, die AK hat, glaube ich, ich bin mir jetzt natürlich sicher, ich bin kein Waffenexperte, aber ich glaube zu meinen, ja, dass die AK eine relativ große, ein relativ großes Kaliber hat. Lol. Weil es ja jetzt eigentlich so in jedem Spiel, was man spielt, ob es Call of Duty ist, ob es Counter-Strike ist, ob es das Spiel jetzt ist, also die AK ist eigentlich immer relativ, von den Sets her relativ gut und. Ja, das ist, die ist wie gesagt, ich glaube, die hat eine relativ hohe. Alter, kranker Scheiß, wie der einen Instant abziehen. Die hat eine relativ hohe, ein relativ hohes Kaliber, hat auch relativ durchschlagskräftig, aber ich bin mir eben nicht sicher, ich weiß nicht, ich bin kein Waffenexperte. Hab ich ja schon gesagt. Finde ich jetzt aber auch wiederum nicht gut von dir, also. Wenn man schon solche Spiele spielt, musste man sich auch mit den Waffen dann nicht so auskennen. Sonst also könnten ja wieder irgendwelche ankommen, ja, du spielst das nur, um Killerspiele zu spielen, um jemanden zu töten und so weiter. Da musst du dich auch mit der Materie nicht so auskennen. Ja, natürlich. Die wichtigen Dinge im Leben halt. Ja. Zum Beispiel auswendig wissen, was für ein Kaliber die AK-47 hat. Ich weiß also, ich weiß das natürlich sofort auswendig. Okay. Und? Das ist ein 95.000er Kaliber, keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das wage ich zu bezweifeln. Guck mal, da hinten liegt einer. What the fuck? Seit wann kann man in dem Spiel denn bitte liegen? Keine Ahnung, aber hier stand bei mir gerade irgendwie Flamethrower available in the Depot. Gibt's hier irgendwo ein Depot, wo man sich zusammen. Also ich weiß leider gerade nicht wo, aber ich weiß, dass es eins gibt. Ja, also diese Information war jetzt sehr hilfreich, also. Ich weiß, kein Problem dafür. Okay, also meine Waffe ist, der trifft schon relativ stark. Support. Und ich bin relativ schnell. LOL! Der hat mich aber mal hart abgezogen. Ich hab Flammenwerfer! Und jetzt kriegst du leicht Headshot mit Instant Tod, pass auf. Oh, ich bin Instant tot. Ja? Ich bin tot! Nein! Natürlich jetzt ärgerlich. Das ist ärgerlich! Komm, ich versuch mal das Spielprinzip zu wahren, ja? LOL. Ja, genau, ey, die legen direkt an dem Spot eine Mine und dann rennst du da hin und dann verreckst du. So sind halt, also ein paar Arschloch-Camper und so weiter gibt's immer. Ich glaube, das ist ganz egal, welches Spiel. So, ich nehme jetzt mal den Hardsuit. Ich will den Hardsuit haben. Ja, frag mich ja manchmal, was Leuten bringt. Also, in so Sachen wie Call of Duty ist es jetzt immer, die gibt Geld dafür aus, um sich in der Ecke zu setzen und dann dort zu warten, bis jemand vorbeikommt und diesen dann zu töten. Das ist ja schon mal kein Spielspaß, meiner Meinung nach. Dann das gleiche noch ein Free-to-Play-Spiel machen, ich weiß nicht, dann. Ist schon irgendwie arm. Sinnlos. Ja, arm. Es ist unfassbar, wie ich gerade abgezogen werde im Übrigen, ja. Also ich bin normalerweise natürlich nicht so schlecht, ja. Und dann, ne, also, naja, das ist. Ich hab die Flagge retort. Ich bin voll der Boss. Ist der schon mal aufgefallen? Nee. Ach, jetzt muss ich vorhin gehen. Ist ganz ehrlich, ist mir noch nicht aufgefallen. Weißt du, campen kann ich auch, ja, weißt du, was die können, kann ich schon lange. Ah, ihr habt schon wieder einen Flammenwerfer. Oh! Ich kann beim Flammenwerfer nachladen. Ja, da muss ja auch irgendwo sein Gas nachfüllen, wa? Ja, aber das wird hier im Schuss angegeben, wie viel Schuss man noch hat. Oh, ich verbrenne. Oh mein Gott, der brennt! Oh, er hat mich getötet. Ich habe ihn in dem Moment auch getötet. Also ich sag mal so, auf Distanz. Ja, auf Distanz ziehe ich fast jeden ab. Fast jeden. Aber im Nahkampf ist meine Waffe natürlich mit einem Burst-System nicht so krass. Wie ist deine? Hast du auch Burst? Ja, ich habe auch Burst, genau. Okay. Und die ist natürlich im Nahkampf jetzt nicht so krass wie im Fernkampf, ne? Ja, schon klar. Ja. Aber gut, das ist, glaube ich, bei jedem Spiel so. Also. Das ist jetzt nichts, was... Wobei so eine Farmers in MW2 ist auch auf Nahkampf One-Hit. Ja, aber die Farmers in MW2 ist auch overpowered.
Was habe ich wenigstens? Ja, wenigstens habe ich einen eliminiert. Zwei eliminiert! Boah, Double Kill gemacht. Ja, ich habe mir eine Stinger geholt und dann habe ich einfach da, wo Camper waren, reingeschossen und habe ich einfach einen Double Kill gemacht, weißt du? Weil die wie hast du dir den Stinger geholt? Am Depot. Das Depot bietet dir ja quasi exklusive Spielinhalte, die du dir dann mit Ingame-Geld kaufen kannst. Und tut mir leid, meine Stimme versagt gerade ein wenig. Das kenne ich. Das ist immer richtig lustig, wenn man, ich weiß nicht, habe ich das schon jemals erzählt, wenn man im Geschichtsunterricht ist, und aus irgendeinem Grund wurde man von der Gruppe, also vom Tisch ausgewählt, man sollte doch das Referat vortragen, was dann halt sehr gut kommt, wenn man momentan denn erkältet ist und sowieso eine Stimme hat wie ein heulender Seehund, die sowieso schon kaum noch erhörbar ist. Und dann steht man da vor der Klasse vorne und man merkt schon so beim Sprechen, wie die Stimme auf einmal immer leiser wird und immer kratziger und immer kratziger und so weiter. Und dann irgendwann lässt man einfach teilweise Sätze aus. Man spricht sich zwar noch, aber da kommt halt kein Schall oder so mehr raus. Ach so, man kann, wenn man die Flagge hat, nicht mehr laufen. Nee, aber das kenne ich ja. Also beziehungsweise, nee, ich war nie in der unglücklichen Lage, dann Referat halten zu müssen. Da bin ich ganz ehrlich. Oh, aber man kann, wenn man die Flagge hat, nicht mehr rennen. Kannst du mich verteidigen irgendwie? Nein, ich bin tot. Nein, komm schon! Ich bin hier hinten. Ich weiß, es ist keine präzise Angabe, aber ich kann nichts. Fuck! Ich glaube, ich sehe dich jetzt gerade. Also ich kann, glaube ich, ich konnte gerade wechseln. Aha. Also können diese Waffe hier eingehen. Ja, genau. Also ich habe jetzt nochmal auf meine Sniper gewechselt. Beziehungsweise meine Einschusswaffe. Das ist jetzt wirklich, glaube ich, keine Sniper. Weil ich mal so andere Waffen sehe, die hier von denen gebraucht werden. Trotzdem, die kann eigentlich. Wollte schon sagen. Komm, wir beschützen jetzt den Flaggenträger. Wir erfüllen jetzt unseren. Muss man die Flagge Aufgaben. Hier irgendwo zurückkriegen? Also, man kann ja nicht laufen, meinst du? Doch, doch, man kann laufen. Aber man kann nicht sprinten. Und der Flaggenträger, wenn der stirbt, ist die Flagge weg. Aha. Und der Flaggentrainer muss dann die Flagge zurückbringen. Nee, der Flaggenträger. Ja, der Flaggenträger muss die halt. Verdammt. Haben wir es geschafft? Ich weiß nur, nein, wir haben es nicht geschafft. Scheiße. Spot gefunden hab. Ah, wir verlieren. Wir müssen uns anstrengen. Capture the Flag OP. Oh mein Gott, wo kam der? Oh mein Gott. Ich bin so dämlich. Läuft der Typ da jetzt mal bitte weg? Oh, nice. Jetzt mal zum Depot. Ich guck mal, ob ich mir auch hier was kaufen kann. Flametor, Ammo, Finger. Nee, das ist sinnlos, wenn ich die jetzt einsetze. Und wenn der dir jetzt dahin blinkt, haben wir verloren. Die Flagge. Lol, ich konnte nicht schießen. Muss man reinzoomen, um mit der zu schießen? Oder kann man auch so losgucken? Mit welcher? Mit der Stinger. Schade. Oh fuck. Nee, mit der Stinger muss man, glaube ich, reinzoomen. Ich bin nie in den Shops frei. Das ist irgendwie doof. Aber immer eine positive KD, ja? Jo. Oh mein Gott, ich habe keine positive KD, du doof, Bud. Na, ich meine. Oh Gott, du bist gemein, ey. Voll gemein, ey. Scheiß die anderen, ich gemein, ey. Kacke. Okay, dann warten wir noch auf die nächste Runde, die machen wir auch noch. An sich, wie findest du das Spiel bis jetzt? Ein Free-to-Play-Spiel nicht schlecht. Also, es ist wirklich recht lustig. Angenehm lustig. Nee. Es gibt da zwar manchmal so Idioten, die sich dann im Spiel Mr. Greenfreeman nennen und mich ganz brutal und ganz oft wegholen, aber ja, da muss man drüber hinwegsehen. Da kann das Spiel nichts. Da kann das Spiel halt nichts für. Ja, nee, also sehe ich auch so. Find ich auch so. Das ist schon echt recht. Da hast du schon echt recht. Also das ist. Also wer sich auch so nennt, ne, das ist schon selbst Schultern direkt. Also. Was. Ja, also. Kannst du nichts Großartiges machen. Scope. Machen wir doch mal ein richtig schlechtes Scope drauf. Nee, das ist, glaube ich, echt zu krass. Was ist denn? Was ist denn da bitte der Unterschied zwischen dem normalen und dem da? Ist das hier präziser irgendwie? Keine Ahnung, komm, wir kaufen uns einfach mal. Jetzt haben wir es auch die Runde beginnt wieder.
Transactions to the new map, okay. Okay, gut, Runde beginnt und wir beginnen das Spiel. Wenn ich solche Ladezeiten in MW2 hätte, würde ich mich auch fragen, weil es auf einmal im Internet los. Oh mein Gott, die Map kenne ich nicht. Die sieht extrem cool aus. Die erinnert mich ich irgendwie an High-Rise. Oh, ich hasse High-Rise. Also jetzt, wenn ich jetzt so nach außen gucke. Das heißt, ich hasse es. Ja, erst von außen so ein bisschen. Also, vom ja, also das futuristische High-Rise auf einem anderen Dach, in einer anderen Position, in cooler, in einem besseren Spiel. Ein besseren Spiel würde ich nicht sagen. Also MW2 ist schon ein echt gutes Call of Duty. Finde ich. Ja, okay, vielleicht nicht unbedingt ein ebenbürtiges Spiel. Ja, ist halt ein... Ja. Ein ebenbürtiges Spiel im Free-to-Play-Bereich. Doch, auf der Map habe ich heute schon mal gespielt. Also, eventuell sein, dass es relativ wenig Apps an. Oh mein Gott, da unten kommt einer. Alter, was? Was bitte? Es kann sich irgendwie sein, dass es total wenige Maps gibt. Also ich kenne jetzt die und wir waren. Nein, nein, es gibt tatsächlich wirklich viele Maps, relativ viele Maps. Ich glaube 10 Stück oder so. Relativ ähnlich oder so, finde ich auch, oder? Nee, die sehen sich gar nicht mal so ähnlich, sondern die sind einfach nur. Die gleichen Farben alle. Also. Nee, die selben Farben sind sowieso alle. Das ist ja auch einmal diese. Alter, jetzt haben die sogar eine Battlefield-Sonne eingebaut, ich fass ja nicht. Also ich glaube, das Spiel ist generell was für dich, weil es halt so mehr diesen Battlefield-Charakter hat als COD, finde ich. Nee, ich finde, es hat schon einen riesigen COD-Charakter. Also, nee, also Battlefield, glaube ich, kann man damit nicht vergleichen. Apropos Battlefield, nein. Wir werden auch natürlich Battlefield Play for Free und sowas mal testen. Man muss ja schließlich mal die komplette Palette durchtesten, ne? Ja. Von gut zu schlecht, alles müsst ihr euch antun. Also. Boah. Ich finde gerade halt keine Gegner. Doch, da ist einer. Das bist sogar du, oder? Ja, komm, das bin ich. Lass mich dich conquesten hier. Secondary. Oh. Ja, nein. Oh Gott, wie wenig Leben sie noch hatte. Weil jetzt wird der Secondary werden. Genau! Tot. Ey, der hat noch ein HP oder so, hat der noch. Das boah, ich freue mich schon so oft gehört. Also wirklich, die Lyrics nicht. Wirklich, ich freue mich schon echt richtig krass auf, diese richtig, richtig schlechten Spiele, die richtig schlechten Free-to-Play-Spiele, die ersten, die wir spielen werden, so. Weil bis jetzt haben wir ja, also das Spiel ist ja echt Premium, ne, so im Vergleich, also zu anderen Spielen, was man schon so gesehen hat oder so unter, so als Vorstellung hat, ne, was ein Free-to-Play-Spiel so ist. Oh Gott, stell dir vor, so, wir würden als erstes Spiel so von Free-to-Play-Spielen, die wir so machen, so ein richtig, richtig gammeliges Leben. Und guckt sich das so einer an, der so bisher... Der, sagen wir, so neu im Shooter-Genre ist. Wir wollen ja gerne also, keine Ahnung, von Windows-Shooter machen oder sowas in der Art. Ja, genau. Hauptsächlich eher Shooter. MMORPGs erstmal nicht, weil die sind nochmal so eine eigene Klasse. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kenne ich mich auch überhaupt nicht drin aus. Deswegen. Da kenne ich mich gut aus. Kennst du dich gut aus? Ja, dann können wir es ja vielleicht doch mal. Mal gucken. Gucken, Mama, wa? Gucken, Mama. Das nennt sich WoW-Erfahrung. Na, dann hast du ja doch tatsächlich ein bisschen Erfahrung. WoW habe ich zum Beispiel niemals gespielt, weil, ich weiß nicht, war nie mein Spiel. Ne? Ich muss sagen, ich find's, also ich finde es ganz lustig und so weiter. Nur ich hasse es, dieses monatliche musst du Geld bezahlen. Fick dich! Ich hab dir die ganze Zeit hinterher und treff dich einfach nicht und du drehst dich dann auf einmal um und tötest mich. Ja, ich hab einfach dich instant, so instinktiv erschossen, weißt du? Es war einfach ja, nur. Aber ich nehme mal vor, dann guckt so jemand das Video, will so vielleicht neu in dieses Shooter-Genre einsteigen und dann testen wir einfach so ein richtiges Bullshit-Spiel. Ja, aber ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, dass der sich dann nicht unser Video anguckt. Ja? Kommt drauf an. Wolf Team ist ja jetzt so ein Spiel, wo wirklich viele von wissen, dass das ein relatives Bullshit-Spiel ist. Ja. Jetzt stell dir vor, der guckt sich so ein Video an und will da irgendwie so im Shooter-Genre neu einsteigen oder generell einsteigen. Und ja, will halt erstmal ein Free-to-Play-Spiel anfangen, um sich dazu reinzuarbeiten, ob das was für ihn ist. Guckt sich deshalb so ein Video an, was denn so cool wäre. Und wir sind einfach die ganze Zeit so ironisch oder so sarkastisch, das Spiel ist Bombe und so weiter. Ja. Und dann denkt er sich nur, oh mein Gott, so sind vielleicht alle Spiele und so weiter. Und dann fängt er einfach nie an, weil das einfach nur so behindert ist. Wäre das so übelst lustig. Aber ich glaube, also, ganz ehrlich, also wenn jemand ins Shooter-Genre einsteigen möchte, dann glaube ich nicht, dass er das mit unserem Video tut. Wenn ich. Leider, Kinder, kenne ich YouTube schon ein bisschen genauer und das ist halt. Es sei denn, natürlich jetzt, das kommt extrem krass gut an, ne? Aber wir kennen die harten YouTube-Regeln, ne? Und alles, was da in Frischfleisch rankommt, ist schnell verdorben. Um es mal auf. Gut, Italienisch aufzudrücken. Genau.
Unfassbarer Cheater, der Typ. Der kann einfach nichts, ja. Boah, ja, dieser. Vielleicht bin dieser ich aber auch ein bisschen inkompetent. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe gerade deine Waffe aufgehoben. Du hast, glaube ich, Red Dot, Schalldämpfer und das gleiche Gehäuse wie ich. Das kann tatsächlich nicht sein. Mein Gott, die Waffe geht bei dir ein bisschen mehr. Wir sind aber gerade am Verlieren, ne? Ja. Ist echt nicht schön. Nee, LOL, nicht das ist doch unfassbar! Wir gewinnen 1 zu 0. Ja, deswegen sind wir am Verlieren. Was? Achso, ja, ihr seid Jungs, ihr seid schlecht. Stimmt leider. Kann ich jetzt mal nichts dagegen sagen. Wie ich wirklich immer vergesse, dass es dieses V-Feature gibt. Ich vergesse es übrigens auch jedes Mal. Es ist unfassbar! Das regt mich gerade richtig auf. Das ist so eine Umstellung, wenn man das benutzt und vorher irgendwas anderes gespielt hat. Das ist so eine Eigenheit von dem Spiel, das muss ich wirklich sagen, ist eine gute Eigenschaft, muss ich sagen. Genau, wirklich total oft, wenn ich irgendwas gut finde, das finde ich auch irgendwie doof. Muss ich sagen, finde ich irgendwie doof. Ja, muss ich sagen. Muss ich sagen, finde ich wirklich doof. Ja, aber ich wiederhole mich generell irgendwie voll oft, das ist irgendwie scheiße. Ja, scheiße, ne? Irgendwie scheiße. Irgendwie schon. Naja. Gerade mache ich das mit Absicht, aber nein, ist wirklich so. Okay. Komm, das kommt über, wenn ich bin gerade echt richtig scheiße in diesem Spiel. Ja, das ist gleich wieder. Aber da ist er! Das ist doch unfassbar! Wieso mache ich denn gerade nichts? Das regt mich gerade richtig hart auf. Ja, wieso machst du denn nichts? Ich stand vor dir, du hättest mich doch nur erschießen müssen. Ja. Wirklich, manchmal frage ich mich wirklich, hat der Junge überhaupt gelernt oder was? Ganz viel gelernt. Noch im Gymnasium. Physik-Leistungskurs. Ich auch. Ja, okay, das ist richtig. Wobei, Physik. Ich glaube, ich 2. Ohne Spaß! Was ist denn gerade mit den Gegnern los und was ist gerade mit mir los? Das ist ja der Hammer. Weil ich stehe gerade 9 zu 16. Das ist, kann man nicht als gute KD bezeichnen. Nein, also tut mir leid für die Zuschauer, ja, dass ich hier gerade richtig heftig sacke in dem Game. An sich ist das Spiel aber echt cool. Ihr habt es ja vorhin gesehen. Ich habe auch ein bisschen was gerissen. So, jetzt reicht's ja. Jetzt ohne Spaß. Jetzt, genau. Oh mein Gott! Wir haben gewonnen. What the fuck? Habt ihr auch gewonnen? Das war 1-1, also... Aber wir haben gewonnen. Da stand gewonnen. Statt Defeat. Ja, aber statt Victory, also, dann haben wir gewonnen. Meine Freunde, dann war es das erstmal für diese Folge. In der nächsten Folge wird dann bewertet. Wobei, und eventuell, dann werde ich auch wieder besser spielen. Da stand gerade bei mir Tiebreak. Oh, nee, geht doch nicht weiter. Genau, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge und dann wird es auch wieder besser werden. Ich sag's euch. Bis dahin und tschüss. Tschüss.